Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem erneuten Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video wird es um die Blattschneiderameisen gehen, genauer gesagt um meine Acromyomex octospinosus. In diesen Aufnahmen könnt ihr schon mal gut erkennen, worin sie momentan leben, in welcher Anlage. Wir haben hier diese klassische Dreizylinder-Variante. Und im ersten Zylinder könnt ihr jetzt direkt mal schön erkennen, dass hier vor allen Dingen auch Teile vom Pilz zu sehen sind. Das ist aber natürlich nicht der ganze Pilz, denn ja, man kann es schon erkennen. Ich hatte ja auch im letzten Video direkt zu den Blattschneiderameisen gesagt, dass der Pilz nicht gut aussieht oder vor allen Dingen nicht wirklich in Ordnung ist oder gesund ist, wenn er gelblich ist. Und man kann hier schön gut erkennen, der Pilz hat nicht wirklich eine schwarze Farbe oder so, was darauf hindeuten würde, dass er gesund ist. Nein, er hat eher eine gelbliche Farbe, denn der Pilz ist eher schon dort am Absterben. Das ist aber nicht so schlimm, denn der Pilz, so haben wir im Ameisen-Discord-Server vermutet, hat nur eine gewisse Lebenserwartung. Also das ist schon ein älterer Pilz und der wird dann mit der Zeit abgebaut. Aber hier kann man schon ein paar bessere Teile vom Pilz erkennen. Ja, unter dieser Heimchenbox. Ich habe da so eine kleine Konstruktion gebaut für diesen Pilz. Aber die sind halt leider umgezogen. Aber das werdet ihr gleich auch sehen. Eigentlich finde ich es ziemlich gut. Und dort wird an der Stelle noch ein Blattstückchen eingearbeitet. Ja, unter diesem Deckel war noch ein Stückchen schwarzer Pilz. Und hier könnt ihr es sehr gut erkennen. Das ist der Pilz, der Hauptpilz quasi sozusagen. Und man sieht schon, der ist wirklich gar nicht mal so klein. Hier im Vergleich zu früher, da war er wirklich schon viel, viel kleiner als jetzt. Im Vergleich hier ist er natürlich viel, viel größer. Und ich würde ihn so ungefähr mit den anderen Pilz dazu vielleicht noch ungefähr auf Größe eines Handballs schätzen, vielleicht noch etwas kleiner. Also die Kolonie hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt und man kann ja auch noch Teile von den Blättern sehen. Denn die Kolonie ist übrigens in das Futterbecken gezogen. Das Ganze ist so passiert, dass im Winter natürlich kühler ist. Und ich gelesen habe, dass man ja das Pilzbecken eher weniger beheizen soll, dachte ich mir, ich beheize mal das Futterbecken und durch die Röhren kommt vielleicht ein bisschen Wärme rüber oder so und ich wollte halt kein Risiko eingehen und dann habe ich halt da runter die Heizmatte platziert unter dem Futterbecken und die Ameisen haben schnell angefangen dort Brut zu lagern und auch den Pilz anzubauen. Und ich habe das Futterbecken einfach weiter normal benutzt, so wie ich das halt immer benutze. Es gab nur ein paar kleine Besonderheiten, auf die ich jetzt aufpassen muss. Es sind natürlich jetzt auch immer vom Futter halt, weil das Futter halt direkt trotzdem noch in dieses Becken gelangt. Noch ein paar Äste oder so zum Beispiel im Pilz drin. Das finde ich aber gar nicht schlimm und das stört den Ameisen auch gar nicht. Ich versuche natürlich immer die Überreste noch so schnell wie möglich rauszunehmen. Aber das klappt natürlich nicht immer. Das Gute ist, dass ich dadurch halt auch durch die Blätter keine extra Box benötige, weil die quasi als Mini-Ökosystem fungieren und so die Luftfeuchtigkeit besser halten. Und jetzt zeige ich erstmal nochmal genauer, wie ich fütter. Denn da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man auf den Pilz halt die Futterblätter macht. Wir haben hier nämlich die Brombeerblätter, die ich immer schön auch im Winter pflücke, weil die halt noch grün sind, die Brombeerbüsche. Und ich wasche die erst immer ein bisschen ab, so haben die vor allen Dingen auch ein bisschen Feuchtigkeit und es ist im Futterbecken immer schön feucht, beziehungsweise halt im Pilzbecken. Dann mache ich vor allem die Unterseite der Blätter, die drücke ich dann nochmal auf die Zewa-Rolle drauf. Das ist sehr wichtig, weil wenn ich dieses Blatt jetzt halt, halt auf den Pilz drauflege, dann darf der Pilz kein Wasser abbekommen und wenn die Blätter unten feucht sind, dann bekommt der Pilz direkt das Wasser ab. Und das darf der Pilz nicht abbekommen, denn sonst stirbt er ab. Ihr habt ja gerade wahrscheinlich schon links die ganzen Blätter gesehen, die ich fütter. Das ist so die normale Futtermenge, die ich so alle 2 bis 3 Tage mal den Blattschneiderameisen gönne. Und genau, das sind meistens, wie ich schon erwähnt habe, alles Brombeerblätter. Im Sommer habe ich natürlich andere Sachen ausprobiert, auch wie Taubnässe, was auch sehr gut funktioniert hat und viele andere Sachen. Da könnt ihr sonst auch nochmal den Discord-Server auschecken. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem. Da poste ich ab und zu auch mal was, was ich den verfütter. Und da habe ich dann auch einmal so ganz viel gesammelt und das habe ich da halt reingepostet. Genau, so sieht das Ganze dann aus,
wenn die Blätter halt drauf sind, also auf dem Pilz drauf. Der Pilz ist nun wirklich kaum zu erkennen und die Blattschneiderameisen sind natürlich schon stark am Erkunden und schauen sich ihr Futter schon mal gründlich an. Sachen, die ich zum Beispiel noch verfütter, die ich auch immer parat habe, sind zum Beispiel Rosenblütenblätter oder, was sie auch sehr gerne genommen haben in einer Zeit, Malvenblüten. Und das sind so die Sachen, die ich so fütter, die so halt eingelagert sind, die man halt so einfach per Hand hat. Manche füttern ja auch so im Winter vor allen Dingen Haferflocken. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das würde ich jetzt auch noch nicht so machen, weil da sehe ich noch nicht so den Grund dafür, es den Ameisen zu geben, weil es halt auch nicht so natürlich ist irgendwie. Also doch, ich weiß nicht, ob in Mittelamerika da halt irgendwie Hafer so wächst oder so, ob die das in der Natur haben. Aber ich verfütter dann doch lieber so halt eher so ein bisschen Blätter. Ach so, ja, und direkt im Hintergrund ist natürlich auch schon zu erkennen, wie die Blätter oder das Becken halt einen Tag später aussieht. Das ist wirklich einen Tag später und wirklich, man kann den Pilz schon wieder komplett erkennen fast. Es sind nur noch halt einige Blätter im Vordergrund zu erkennen. Kommen wir nun mal zum Futterbecken mehr oder weniger. Also, weiß ich nicht, da war halt meistens immer der Müll. Den entferne ich halt auch jede Woche einmal und dort entsteht dann auch die Tränke und ein Napf, wo ich immer viel Zuckerwasser reinmache und dort bekommen sie dann auch immer die Rosenblütenblätter. Aber ich denke, später, wenn der Pilz im linken Becken komplett weg ist, werde ich das da machen und wird dann wieder das richtige Abfallbecken. Aber das ist jetzt erstmal provisorisch so. Genau, man sieht das Thermometer da auch und genau dafür ist das Becken einfach da. Und das war es jetzt auch eigentlich schon mit diesem kleinen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Tschüss.